Servus zusammen, herzlich willkommen in meiner virtuellen Küche, der Kochsimulator. Wie fange ich da jetzt an? Wie soll ich das nur erklären? Ich habe mir das Ding tatsächlich gekauft. Ich bin ja, also Tankstellensimulation hat ja der ein oder andere gesehen. Ich bin ja da so ein bisschen in die Welt der, sagen wir mal, Nischensimulationen eingetaucht. Und dazu zählt sicherlich auch der Kochsimulator. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Ich habe mir das Ding mal angesehen, ein bisschen rumgedaddelt. Das ist auch tatsächlich sehr populär. Generell muss man sagen, diese Küchen-Kochsimulationen, alles, was so grob in die Richtung geht, da gibt es eine ganze Menge. Das ist irgendwie so eine eigene Nische in der Nische, habe ich fast den Eindruck. Wenn man einfach mal im Steam-Shop Cooking oder Food oder Eating oder irgendwas in der Richtung eingibt, da kommen etliche Titel zur Auswahl. Das ist ziemlich umfangreich, das Ganze. Zum Kochsimulator kann man sagen, es gibt noch weitere DLCs. Das ist jetzt nur das Basispaket. Da kann man noch irgendwie in Richtung Pizza gehen. Da kriegt man nochmal eine weitere Küche, schön mit Steinofen und sowas. Dann gibt es noch irgendwie eine Geschichte, wo man backen kann, also kuchenmäßig unterwegs sein kann. Dann gibt es irgendwie so eine Shelter-Geschichte. Das ist dann so postapokalyptisch, also wahrscheinlich so eine Art Bunkerküche. Und irgendwie, ich glaube, eine TV-Show gibt es auch noch, wo man in so einem TV-Studio kochen kann. Also ist ziemlich umfangreich, wenn man sich da wenn man sich da sieht, wenn man da Spaß dran hat, kann man sich da ziemlich austoben und auch ein bisschen Geld ausgeben. So ist es nicht. Generell, es gibt zwei, ich würde sagen, grundsätzliche Herangehensweise. Ist einmal der Karrieremodus und einmal der freie Modus, der Kreativmodus, die Sandbox, das, was wir jetzt hier haben, wo man sich einfach austoben kann, wo man alles machen kann, worauf man Bock hat. Karrieremodus, da muss man halt ein Restaurant voranbringen. Hat am Anfang, fängt ganz klein an, hat nur, ich glaube, 3 Rezepte und muss halt eben auch die ganze Zeit nur nach diesen Rezepten kochen, bekommt natürlich Bestellungen rein. Hier machen wir mal eine Tomatensuppe, braten mal einen Fisch. Und dann muss das auch wirklich alles passen. Also man muss exakt die Produkte wählen, die im Rezept stehen und exakt die Mengen an Gewürzen und Salz und so weiter da drauf kippen, damit der Kunde zufrieden ist. Und dann hat man auch noch ein Zeitlimit und dann ist irgendwann die erste Schicht vorbei und dann muss man wieder alles sauber machen, weil ihr werdet das sehen, man saut die Küche ziemlich ein. Und es artet ziemlich in Stress aus und das sehe ich jetzt hier auf dem Kanal irgendwie nicht so wirklich laufen. Ist zwar nicht uninteressant, aber da wäre, glaube ich, die Luft ziemlich schnell raus. Und das ist halt auch so ein Game, das mag ich einfach mal kurz für zwischendurch. Einfach mal anschmeißen, eine halbe Stunde kochen und gut ist. Ne? Also einfach, es wird kommen nach Lust und Laune. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier irgendwie 50 Folgen werden und dass das regelmäßig läuft. Einfach, wenn ich Bock habe. Und vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen. Kreativmodus, wie schon gesagt, also man hat einfach die freie Auswahl, kann einfach tun und lassen, was man möchte. Man hat auch alle Zutaten zur Verfügung, kein finanzielles Limit. Hier ist unser Lager, da sind die meisten Sachen eingelagert. Hier Kühlschränke sind mit dabei, mit Fleisch, mit Fisch ist, glaube ich, hier auch noch drin, Käse, verschiedene Sorten. Alles nett gemacht, muss man sagen, gefällt mir gut. Verschiedenste Gerätschaften. In der Küche kenne ich mich jetzt übrigens auch noch gar nicht aus. Es gibt zwei verschiedene Küchen. Das hier ist die klassische und dann gibt es noch eine moderne. Die ist irgendwie so in einem obersten Stockwerk oder ziemlich weit oben in einem Hochhaus. Alles ziemlich fancy. Ich muss sagen, die rustikale klassische Küche, die habe ich jetzt zum ersten Mal überhaupt geladen oder aktiviert. Gefällt mir erstmal besser. Fühle ich mich mehr zu Hause. Das einzige Manko, oder vielleicht bin ich auch zu doof und habe es noch nicht rausgefunden, man kriegt halt kein Feedback, wenn man irgendwie frei Schnauze kocht. Man kann zwar das Gericht dann am Ende, glaube ich, hier abstellen und dann wird das quasi abgenommen, aber im Kampagnenmodus, im Karrieremodus bekommt man halt Feedback vom Gast. Der sagt halt dann, ja, zu viel Salz, falsches Produkt verwendet oder was auch immer. Oder es hat gut geschmeckt. Und das wäre halt hier cool. Und idealerweise, was ich mir überlegt hatte, was aber wahrscheinlich niemals eintreten wird, hätte man hier noch irgendwie an dem Tisch an der Seite vielleicht so eine Art Testesser, der dann auch irgendwie so ein bisschen animiert ist mit Mimik und so. Dass man halt, wenn man das Gericht versalzt, dann verzieht der halt irgendwie das Gesicht. Oder man schmeißt da irgendwie 30 fiese Chilischoten drauf und der isst das. Und dann läuft er rot an, Tränen in den Augen und bricht vielleicht ohnmächtig zusammen oder irgendwie sowas oder läuft wutschnaubend aus dem Restaurant raus und sagt, ich komme nie wieder. Irgendwie sowas in der Richtung fände ich total cool. Also irgendeine Art von Feedback. Vielleicht gibt es irgendwie eine Art von Feedback und ich habe das nur noch nicht entdeckt, aber gut, so ist es nun mal. Also wir haben die klassische Küche, Sandbox-Modus, haben freie Auswahl und ich würde tatsächlich erstmal ein Gericht kochen, zubereiten, was ich tatsächlich des Öfteren mal mache. Ein simples Basilikum-Pesto. Bin mir nicht sicher, ob wirklich alle Zutaten hier verfügbar sind. Man kann es zur Not noch nachbestellen. Ich glaube, wenn man hier auf so eine Kiste geht, genau, da haben wir die ganzen Sachen hier. Gewürze, allerhand Zeug hier drin, einsortiert, Flüssigkeiten, Utensilien,
Ich habe mir das auch noch alles nicht im Detail angesehen, aber es ist wirklich umfangreich. Fast dunkles Bier sogar, könnte man hier. Feuerlöscher. Man kann die Küche tatsächlich auch, wenn man sich ein bisschen blöd anstellt oder wenn man halt Bock drauf hat, anzünden und generell. Also es ist einfach unterhaltsam. Legen wir einfach mal direkt los. Weihnachtsdeko haben wir hier noch. Ich glaube, die Dekoration kann man auch ändern hier am Laptop. Wo haben wir es denn? Deko-Manager. Ich meine, Weihnachten ist vorbei. Okay, Basic, Horror, Hotel, modern. Modern vielleicht, ja. Okay. Wie ist es denn hier mit dem Weihnachtskram? Den würde ich gerne rausschmeißen. Ach, sieh mal einer an. Ja, das gibt es auch schon eine ganze Weile, ne? Oktoberfest. Ja, da sehe ich mich aber schon. Sollen wir Oktoberfest mal machen? Schauen wir uns mal an. So, wie komme ich hier wieder raus? Okay. Oktoberfest. Ach, da draußen. Ah, okay. Wir haben hier draußen also auch so eine Art. Ach, gut. Okay. Wir sind doch hier auch in einem höheren Stockwerk. Ich hatte erst den Eindruck, wir sind hier vielleicht irgendwie auf Straßenhöhe. Gut, dann da draußen Biergarten mit Brezeln. Brezen, Bierfässer. Wahrscheinlich helles und dunkles Bier. Weiß-blaue Tischdecken. Okay, hier bin ich zu Hause. Alles klar. Versuchen wir mal. Wir versuchen mal so ein Basilikum-Pesto auf die Beine zu stellen. So wie ich das tatsächlich in der Realität machen würde. Pasta, wenn wir dazu brauchen. Deswegen bereiten wir uns erstmal irgendwie vor. So, was haben wir denn hier? Großer Topf. Das sind beides große Töpfe, oder? Macht keinen Unterschied. Wir nehmen mal den hier. Wasser auffüllen. Hallo? Moment. So, hier. Okay, wir machen einmal voll. Darin wird dann die Pasta gekocht. Pasta-Auswahl ist halt überschaubar. Ich glaube, es gibt nur wirklich nur zwei verschiedene Sorten. Ich hätte ganz gern Spaghetti dazu gemacht oder wie heißen die breiteren noch? Ist mir gerade entfallen. So, wie komme ich jetzt hier wieder weg? So. Okay, den packen wir schon mal auf den Herd. Ah, sehr schön. Die moderne Küche hat nämlich auch so einen Induktionsherd und hier haben wir scheinbar tatsächlich einen richtig schönen Gasherd. Finde ich super. So, in dem Lager kenne ich mich ja jetzt auch noch nicht wirklich aus. Hier drüben sind die Kräuter. Also Basilikum wird hoffentlich dabei sein. Das ist ein bisschen schwierig zu erkennen, finde ich. Aber das hier unten wird wohl Basilikum sein. So, da würde ich tatsächlich gleich so einen ganzen Topf nehmen. Da müssen wir jetzt mal schauen. Haben wir irgendwie ein geeignetes Gefäß? In der anderen Küche war irgendwo so eine blaue Plastikschüssel. Grundsätzlich, glaube ich, kann man alles nehmen und das Zeug da reinschmeißen. Aber ich hätte gerne so eine Plastikschüssel. Vielleicht kann man schnell eine kaufen. Utensilien, Behälter für elektrischen Zerkleinerer. Den elektrischen Zerkleinerer, den werden wir dann hier auch, beziehungsweise den hier, die Lebensmittelverarbeitung, also so einen Schredder werden wir dann nehmen, um das Pesto zuzubereiten. Plastikschüssel hier. Okay, doch keine blaue, die ist rot. Wird auch ihren Zweck erfüllen. Also wir nehmen erstmal. Funktioniert das so schon? Genau, okay. Da müssen wir erstmal ordentlich Basilikum hier reinschmeißen. Und zwar nicht so knapp. Nicht zu knapp. Wenn ich ein Pesto mache, dann nehme ich tatsächlich so einen ganzen Pott. Ne, kann man ja komplett kaufen, so einen ganzen Bund, also so ein ganzes Töpfchen und da kommt da auch komplett rein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das irgendwie funktionieren wird, weil, wie gesagt, eigentlich basiert dieses Spiel auf Rezepten, die man danach kocht. Und ich glaube, ein Basilikum-Pesto ist nicht dabei. Wobei ich auch noch nicht nachgesehen habe. Wir könnten uns noch die Rezepte anschauen im Detail, die sind alle irgendwo in dem Laptop. Abgespeichert, abrufbar. So, okay, das könnte reichen für den Anfang. Nur so nach Augenmaß. Ich koche sowieso nur nach Augenmaß. So, dann brauchen wir aber auch noch ein bisschen Petersilie. Mache ich immer rein, weil ich irgendwann gelernt habe. Dann behält das Pesto seine schöne grüne Farbe. Geschmacklich macht das jetzt keinen Unterschied in dem Sinne, weil wir nehmen ja nicht so viel. So, das sollte eigentlich erstmal reichen. Jetzt müssen wir mal schauen, wo ist denn dieses Häckselgerät hier drüben? Was ist das hier eigentlich? Das ist wahrscheinlich elektrischer Zerkleinerer. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Aber ich würde den hier nehmen, um das Pesto zuzubereiten. Dann braucht man noch Öl. Ich hoffe übrigens, dass wir alle Zutaten finden werden. Und zwar, ich mische immer Hoisin-Soße. Geil. Sesamöl. Okay, da ist schon mal nicht das Passende dabei. Das bringt mir alles nichts. Hier oben ist noch was. Ah, sehr gut. Da haben wir schon Olivenöl. Ich mache meistens so ungefähr halb-halb. Oder vielleicht ein bisschen mehr Olivenöl und ein bisschen weniger neutrales Öl. Weil mir das Olivenöl, wenn ich nur Olivenöl nehme, ist meine Erfahrung, dann wird das Olivenöl, das kommt halt so, ist so dominant. Das ist irgendwie. Ich schwäche das immer ganz gerne ein bisschen ab. Haben wir nicht irgendwie neutrales? Balsamico, Reisessig, Butterschmalz, Avocadoöl da oben, oder? Sonnenblumenöl, glaube ich, könnte man nehmen, würde ich sagen. Ah, geil. Also alles habe ich mir auch noch nicht angeschaut, ne? Dann ist die Frage, also ich.
Da kommt natürlich auch Zitronensaft rein, aber den nehme ich, also da quetsche ich einfach eine frische Zitrone raus und hau dann auch noch ein bisschen was von dem Abrieb rein. Ich glaube aber, das funktioniert hier nicht. Es gibt zwar Zitronen, habe ich schon gesehen, aber ich denke mal, hier müssen wir eher auf Zitronensaft aus der Flasche zurückgreifen. Ich denke mal, das wird zumindest hier eine gute Qualität sein, also passt das schon, kann man schon mal so machen. Nicht ideal, aber gut. Dann, ja, was braucht man noch? Natürlich Parmesan, ganz klar. Zentraler Bestandteil von jedem Pesto und Knoblauch. Schauen wir mal in den Kühlschrank. Was haben wir hier so in der Käsetheke? Ziegenkäse, Gorgonzola, Garnelen. Okay, also Käseauswahl ist hier wirklich überschaubar. Jakobsmuscheln haben wir da unten. Oh, wir werden uns austoben, Leute. Wurst, einfach nur Wurst. Namenlose Wurst, okay. Werden wir auch noch irgendwas mit anstellen. Irgendwann. Nicht in dieser Folge, aber schauen wir mal. Also, wir bestellen nochmal. Also, ich glaube, ich meine, ich hatte schon. Wo ist er denn? Habe ich doch schon gesehen irgendwo. Da hätte es noch eine Zitrone. Aber ich weiß nicht, ob man Abrieb herstellen kann. Deswegen lassen wir da mal die Finger von. Da ist er, Parmesan. Kaufen. Sehr gut. Theoretisch einer müsste reichen. So, komm mal dahin. Knoblauch, ganz, ganz wichtig, natürlich. Auch zentraler Bestandteil von jedem Pesto. Oder vielleicht nicht von jedem, aber von dem auf jeden Fall. Da haben wir Knoblauch. Wunderbar. 10 Gramm sind das jetzt. Ah ja, eine so ein Ding hier, eine Zehe. Das sollte eigentlich reichen. Jetzt muss ich überlegen. Salz brauchen wir schon auch. Wahrscheinlich noch ein bisschen was. Man muss natürlich aufpassen, weil Parmesan ist ja auch schon salzig. Was haben wir hier sonst noch so? Pfeffer würde ich weglassen. Also wenn, dann nehmen wir ein paar Chiliflocken, wenn wir es ein bisschen schärfer haben wollen. Das lasse ich mir eingehen. Aber Pfeffer, finde ich, hat auch nichts verloren in dem Pesto. So, Chiliflocken. Dum, 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 dum. Dann brauchen wir noch Salz. Nur, also für den Bedarf. So eine Prise kommt schon rein, aber mehr braucht es, glaube ich, nicht. Dann müssen wir mal schauen, ob wir Pasta im Haus haben. Wir können hier eigentlich schon mal anschalten, oder? Das wäre dann eher hier wahrscheinlich. So, haben wir da schon eine Flamme? Ja, sehr gut. Ah, okay. Das habe ich nämlich auch noch nicht gerafft, wann das Wasser eigentlich kocht. Das ist einfach der grüne Balken, der dann aufsteigt. Pasta. Kartoffelklöße. Schaut euch das an. Das sieht aber nach so einem Billigteig aus, ne? Also finde ich jetzt nicht so geil. Fusilli oder Penne? Nehmen wir Fusilli. Macht ja auch keinen Unterschied. Nicht wirklich. So. Dann werden wir noch ein Sieb brauchen, oder? Zum Abgießen. Haben wir hier irgendwo ein Sieb? Da haben wir Pfannen. Da haben wir sogar. Was ist das? Paella-Pfanne. Okay. Sieb kann ich gerade keins erkennen. Wir schauen einfach nach, ob wir eins besorgen können. Utensilien. Sieb, da haben wir es ja schon. Wunderbar. Das stellen wir dann direkt mal ins Waschbecken, würde ich sagen. So. Fritteusen haben wir hier auch am Start, ne? Also. Und hier so ein Kontaktgrill dürfte das sein, oder? Wird mir hier nicht angezeigt, wie das Ding hier heißen soll, aber ich schätze mal, das soll ein Kontaktgrill sein. Dann hier drüben, ich glaube, die Dinger nennt man Konvektomaten, oder? Also, aber im Grunde halt, den kann man als Backofen verwenden. Ja, cool. Okay. Wasser kocht schon. Wir lassen es einfach mal kochen. Ich hoffe mal, dass uns das Gas nicht ausgehen kann. Ich habe keine Ahnung. Und ob man hier die Kochzeiten beachten muss von der Pasta. Steht das hier irgendwo drauf? Das weiß ich halt auch nicht, wie weit es dann ins Detail geht. Wir werden es rausfinden. Okay, kümmern wir uns erstmal ums Pesto. So, das wird jetzt eh schon schwierig. Wir müssen irgendwie ganze Graffel hier reinbringen. Und den Parmesan, den müssen wir vielleicht auch nochmal halbieren. Das ist doch, also ein ganzer Parmesan ist ganz schön viel. Oh. So, so steht er gut. Kann ich jetzt hier die ganze Schüssel eigentlich nehmen und das da reinkippen? Erweiterte Steuerung, Shift. Vertikal bewegen. Irgendwo hat man dann auch so eine Art Zielvorrichtung. Man kann schon. Ah, doch, doch, doch. Seht ihr der rote Punkt? So, das. Ah, Gott. Das wird jetzt. Ich sehe schon. Das wird schwierig. So, jetzt hier. Jetzt sind wir quasi im Kippmodus. Jetzt können wir hier den roten Punkt platzieren und dann mal ganz vorsichtig. Das ist natürlich ungünstig mit der großen. Oh, Scheiße. Geht schon jetzt schon alles daneben. Zum Glück habe ich viel gepflückt. Ich denke, wir müssen sowieso noch mehr pflücken. Oh Gott. Na, willst du wohl? Oh Gott. Okay, so viel dazu. Weg damit. Gut, dann müssen wir hier nochmal Hand anlegen. Dann schmeißen wir das Zeug halt hier noch per Hand rein. Ich fürchte aber sowieso, das sind einfach noch nicht
genügend Basilikumblätter, das wird nicht ganz reichen. Ich frage mich auch gerade, vielleicht kann ich auch einfach diesen Behälter hier nehmen, wo jetzt der ganze Basilikum schon drin ist und dass wir damit einfach zu dem Basilikumlager gehen und dass wir es dann direkt dort reinpflücken. Das wäre wahrscheinlich, wenn das funktioniert, ist das natürlich die bessere Lösung. So. Das ist auch die Frage, muss man den Knoblauch noch schälen? Kann man den schälen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wir nehmen mal das ganze Ding. Und gehen nochmal hier rüber, schütteln es mal ein bisschen durch. Da unten war der Basilikum. Ah, okay, das funktioniert auch. Okay, das ist natürlich wesentlich angenehmer. Pflücken wir uns hier einmal noch ein bisschen mehr rein. Aber man braucht schon ordentlich Basilikum. Viel hilft viel. Und dass der Basilikum zu dominant wird in dem ganzen Pesto, das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Also, ich denke mal, das kann man schon machen. Mit dem Öl müssen wir halt vorsichtig sein, dass wir da nicht zu viel reinkippen. Oregano könnte man bestimmt auch machen, aber ich mache das jetzt mal ganz klassisch. Ganz simple Nummer hier. So, dann stellen wir das hier nochmal vorsichtig ab. So, dann weiter mit ein bisschen Sonnenblumenöl. Wie mache ich hier auf? Flasche öffnen, I. So, und da müssen wir jetzt echt vorsichtig sein. Oh Gott, der setzt das direkt so an. Okay, wie kippe ich dann? Mit links und dann ganz vorsichtig. Machen wir mal vielleicht so. Ja, okay. Erstmal nur so. Kann man das eigentlich schon erkennen, wie viel Öl jetzt hier drin ist? Schwer zu sagen, ne? Also eigentlich kann man es gar nicht sagen. Gut. Olivenöl. Ich hoffe mal, das ist ein gutes Olivenöl. Weil damit steht und fällt so ein Pesto halt auch. Da kippen wir jetzt schon ein bisschen was rein. 14, 15, 20. Schwer zu sagen, wie viel man da braucht. 100 Milliliter ungefähr. Machen wir erstmal so ungefähr 80. Ah, da geht schon mehr. Da geht schon mehr. Schön vorsichtig. So. Okay. Ah, dieses Spiel. Stellen wir den mal hier drauf. Dann werden wir den Parmesan noch ein bisschen zerkleinern. Kann man das einfach hier auf der Arbeitsfläche machen? Ich denke schon, oder? Wo haben wir ein Messer? Messer, Messer, Messer. Irgendwie drüben wahrscheinlich. Sonst kaufen wir einfach schnell eins. Ich bin einfach... Ah, hier, Messerblock. Okay, nehmen wir einfach irgendeins. Scheißegal. So. Dann hat man hier... Eigentlich hat man hier so eine Vorschau. Hier kann man... Ah, genau. Hier die rote Linie. Ich würde mal sagen, so ungefähr. So, Messer weg. Und das kommt einfach am Stück hier mit rein. Wenn es ein guter Häcksler ist, dann kriegt er das hin. So, scheiße. Gehst du jetzt da rein? Gehst du da rein? Habe ich jetzt vielleicht das Ding zu voll gemacht? Okay, wir nehmen den nochmal runter. Und füllen den vielleicht erst auf. Den Behälter. Ah, Zitronensaft habe ich noch vergessen. Ah, nein, 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 scheiße. Ja, das kann halt auch passieren. Okay, wir brauchen nochmal Zitronensaft. Müssen wir nachkaufen. Das ist natürlich, wenn man Karrieremodus spielt, kann das super ärgerlich sein. Wo haben wir es denn? Schöner Bouillon. Schöne Sachen dabei. Also, Auswahl ist schon okay. So. Jetzt ganz vorsichtig. So. Dann der gute Pott. Stellen wir hier nochmal ab. Zitronensaft öffnen. Und kippen da so ein bisschen was rein. Aber da müssen wir jetzt wirklich vorsichtig sein. Ja, ich glaube, das reicht auch. Sollte genügen. Man kann natürlich das auch noch ein bisschen auffangen, dann, indem man einfach noch ein bisschen Zucker reinschmeißt. Sollte man eigentlich eh. Also nur so eine Prise Zucker, ne? Ohne das irgendwie dann süß zu machen, einfach nur so, um das ein bisschen in Balance zu bringen, damit das harmonischer wird. Gibt es Zucker? Zucker, da haben wir schon. Also so ein ganz klein bisschen. So, schauen wir mal. 2 Gramm, das muss genügen. Bisschen Salz machen wir dran. Aber halt wirklich zurückhalten. Ja, wenn man halt irgendwie abschmecken könnte, ne, das wäre schon geil. 5 Gramm Salz. Mehr braucht es, glaube ich, erstmal nicht. Denn, wie gesagt, Parmesan ist auf jeden Fall, hat auch einen Salzgehalt. So, Chili-Flocken. Ich weiß halt nicht, wie scharf die sind.
Ah, 5 Gramm. Darf durchaus ein bisschen, wie sagt man, pikanter werden. So. Noch nichts verschenken. Okay, passt schon, passt schon. Wir wollen es nicht zu sehr ausarten lassen. Wir stellen das Ding mal hier drauf. So, muss ich da jetzt einen Deckel drauf machen oder geht das automatisch? Weil sonst fliegt mir hier alles um die Ohren. Das weiß ich halt nicht. Lassen wir es doch ankommen, oder? Ah, sehr gut. Aha. Ja, also das sollte jetzt eigentlich knallegrün sein. Es kann natürlich gut sein, dass das einfach nicht funktioniert in diesem Spiel. Aber ich würde tatsächlich jetzt nochmal ordentlich Basilikum nachlegen. Aber möglicherweise kriegen wir die Farbe einfach gar nicht hin. Und das bleibt einfach hier einfach nur so eine Ölmischung. Wäre natürlich ein bisschen schade. So, und zum Anrichten. Also jetzt muss man natürlich gleich noch die Pasta machen. Ich habe mir vorgestellt, gibt es ja nicht viele Möglichkeiten. Pasta auf den Teller, wenn uns das überhaupt vernünftig gelingt, und dann Pesto drüber kippen. Und dann hätte ich aber ganz gerne noch ein bisschen Parmesan drüber gerieben, aber eine Reibe habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht gesehen. Und dann natürlich auch nochmal so einen Basilikumzweig drüber gelegt, einfach für die Optik. Aber ich mache das Ding jetzt hier nochmal voll. Vielleicht war es wirklich zu wenig. Vielleicht verfärbt sich das ja tatsächlich noch grün. Aber ich denke, es ist einfach schwierig bei den Sachen, wenn man Freestyle kocht und einfach nicht den Rezepten folgt, die das Spiel gedacht hat, dann werden die Sachen einfach optisch wahrscheinlich nicht so werden, wie man sie haben möchte. Bin schon gespannt, wie dann mein Wurstrisotto aussehen wird. Nein, Spaß, ich habe noch kein Wurstrisotto gemacht. Aber könnte man machen. Warum nicht? Irgendwas werden wir mit dieser Wurst auf jeden Fall zubereiten. So, ich glaube, das reicht dann aber, oder? Also wenn sie jetzt nicht grün wird, dann funktioniert das einfach nicht. Okay, passt. Gut, gehen wir wieder rüber zu unserer Küchenmaschine. Na, schreibt mir gerne ein bisschen Feedback in die Kommentare. Ich finde, es ist kurzweilig, ne? Wie gesagt, es wird kein ellenlanges Let's Play werden, aber so für zwischendurch finde ich das schon... Es macht Spaß, es macht Spaß. Ich verstehe, warum sich das so gut verkauft. Und es ist, glaube ich, wirklich sehr populär. Okay, also wir kriegen das nicht grün, aber wir haben auf jeden Fall hier ein schönes Pesto, 688 Milliliter. Habe ich irgendwas vergessen? Ah, oh, Pinienkerne wären natürlich noch nice. Anrösten. Ah, aber Pinienkerne, ob es sowas gibt? Ah, oh, das wäre schön. Okay, wir gehen ein bisschen in die Details. Vielleicht bei den Gewürzen. Ah, Meerrettich, Muskatpulver, Pimentpulver, Speisestärke... Sichuan-Pfefferpulver, nicht schlecht. Da sind schon ein paar nette Sachen dabei. Aber ich fürchte, Pinienkerne werden wir wahrscheinlich nicht haben, oder? Gibt es irgendwas grob in die Richtung? Irgendwas Kerniges? Ich würde ja auch tatsächlich da ein bisschen davon abweichen. Aber ich glaube, nee, das sieht schlecht aus, ne? Halloween-Kerze, Hocker-Kamera, da sind eher so Ausrüstungsgegenstände, Weihnachtskopfschmuck. Und das ist halt hier die ganze Hardware. Ne, ich glaube, das sieht schlecht aus, ne? Pinienkerne. Ne, ich denke, da haben wir Pech. Gut, dann muss es ohne gehen. Geht auch ohne. Ist auch kein Problem. Haut hin. Sonst irgendwas vergessen. Knoblauch ist drin, Parmesan ist drin, Olivenöl ist drin. Ein bisschen neutrales Öl, Zitronensaft. Bisschen gesalzen haben wir es. Bisschen Schärfe ist drin, Kräuter. Mehr braucht es eigentlich nicht, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Kann man so stehen lassen. Gut. Das kocht schön vor sich hin. Dann schau mal. Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht? Okay. Selbes Prinzip. Und reinkippen. Ja, scheiße. Geht schon gut los. 400 Gramm? Ja. Mehr sehe ich nicht drin in der Packung, oder? Ja, das passt dann schon. So. Ah, okay. Sieht man auch hier an dem grünen Balken. Also ich denke, wenn der voll ist, ne, dann ist das halt gar. Sind die durchgegart. Na gut, der Rest kann einfach draußen liegen bleiben. Wie viel haben wir denn im Topf? 300 Gramm. Reicht ja locker für eine Portion. Dann können wir eigentlich schon alles vorbereiten. Können schon mal... nehmen wir einen tiefer Teller, wäre mir eigentlich am liebsten. Man kann sich auch bücken. Suppenteller, Teller Basic. Ja gut, nehmen wir vielleicht doch so einen großen. Wenn wir das ganze Zeug da drauf kippen müssen, dann ist es ganz gut, eigentlich hier so ein bisschen größere Fläche zu haben. Platzieren wir direkt hier, dann kommt die Pasta drauf. Jetzt ist die Frage, gibt es eine Reibe? Können wir den Parmesan noch irgendwie klein machen? Das wäre natürlich schön. Küche ohne Reibe wird mich schon wundern. Ansonsten müssten wir vielleicht nochmal so ein zweites Küchengerät kaufen, wenn das geht. Weil dann könnten wir da drin einfach den Parmesan klein machen.
Ah, man kann einfach hier so einen zweiten. Kaufen wir so einen einfach nochmal. Und schmeißen da den restlichen Parmesan rein. Da würde ich natürlich ganz gerne den Rand abtrennen. Stellen wir einmal hier rüber. Den wollen wir nicht mitessen. Messer. Wie war es noch? Zack, einmal so. Auf die Linie. A und D zum Drehen. Okay, hier. So, so ungefähr, oder? Passt schon. Wir brauchen ja nicht viel. Ist ja eigentlich nur zum Garnieren. Messer weg. Parmesan hineingeben. Dann stellen wir das Pesto auch schon mal darüber. Der ist ja fertig. Das macht die Pasta. Die sollte. Naja, okay, die ist jetzt wahrscheinlich schon. Ja, wobei. Verstehe ich nicht. Oder verbrennt mir das jetzt gerade? Ich fürchte Letzteres. Wir nehmen das mal runter und gießen einfach mal ab. So. Schön irgendwie ins Sieb rein. Und jetzt bloß nicht die Hälfte daneben kippen, wenn es geht. Okay, das ist schon mal gut. Okay, also das Wasser hätten wir jetzt abgegossen. Dann lassen wir vielleicht die Pasta im Topf. Dann kann man das. Oh, nicht umkippen. Kann man das, glaube ich, einfacher auf den Teller packen. Aber wir lassen es erstmal noch im Topf, damit es nicht kalt wird. Was wollte ich jetzt? Genau, den hier. Den machen wir jetzt noch klein. Zack. Und einmal anpacken. 14 Milliliter Parmesan. Wir schmeißen dann nochmal Parmesan rein. Ich würde das auch gerne sehen, den Parmesan, ehrlich gesagt. Produkte, Parmesan, kaufen. Okay, damit das Messer hier nicht ruinieren, nehmen wir hier mal so ein Brettchen. Messer. Zack. Zit. Und einmal großzügig hier cutten. Messer weg. Messer weg, habe ich gesagt. So, das nehmen wir. Schmeißen es hier rein. Ah, das kann man. Kann man den nicht befüllen, wenn. Ah, okay, verstehe. Muss man das Ding jedes Mal runternehmen, kann das sein? Na gut, ist auch egal. Ein so ein Basilikumblatt da mit drin. Scheißegal. So, zack. Nochmal durchmixen. Ah ja, jetzt sieht man es zumindest hier. Das passt schon. Und dann auch ein bisschen was drüber kippen. So. Dann haben wir uns eigentlich schon ganz gut vorbereitet. Fehlt nur noch ein Basilikumblatt. Das machen wir dann am Schluss noch. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier irgendwie die Pasta. Fast die Hände verbrannt. Pasta hier irgendwie auf den Teller kriegen. Großer Teller, Basic. So, und. Ganz vorsichtig. Ja. 300 Gramm soll das sein. Das ist. Ja, okay, da ist aber immer noch ein bisschen was drin. Komm. Kriegt das hier nicht raus, ne? Kann nicht weiter drehen. Vorwärts drehen. S und W. Ah, okay. So geht's also auch. Nicht nur mit der Maus. So. Müsste doch eigentlich alles rausfallen hier. Okay, ist leer. Gut, das ist wahrscheinlich der Darstellung geschuldet. Bisschen was ist daneben gegangen, aber 280 Gramm wird immer noch reichen für so eine kleine Portion zumindest. So, jetzt muss man natürlich vorsichtig sein. Jetzt muss man das hier irgendwie drüber kippen. So. Vorwärts drehen. Und jetzt wirklich vorsichtig. Moment mal, das ist das Pesto, oder? Ja, muss das Pesto sein. Scheiße. Das war ein bisschen viel, oder? Oh Gott, das war das ganze Pesto. Aber man sieht es gar nicht. Ja, es ist unbefriedigend. Es ist unbefriedigend. Zumindest optisch. Hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, bin ich ganz ehrlich. Gut, jetzt hier noch zumindest ein bisschen Parmesan drüber geben. Sieht man auch nicht. Ist ja schade. Schade. Ah, weg mit dem ganzen Zeug. So. Dann aber wenigstens noch das letzte Basilikumblatt. Dann nehmen wir eins, was hier eh schon drüben liegt. Mal nichts verschwenden. Naja, und dann haben wir es. Okay, es sieht jetzt nicht so toll aus. Gebe ich gerne zu. Aber ich behaupte mal, wenn man das genauso nachkocht, es würde schmecken. Habe ich schon oft so gemacht. Ich bin sehr überzeugt von diesem Gericht. Schreibt mir gerne eure Meinung generell zu diesem Spiel in die Kommentare. Und wenn ihr wirklich Bock habt, dann schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das so essen würdet. Weil das ist halt tatsächlich die einzige Möglichkeit, hier an Feedback zu kommen. Wäre cool. Also gerne in die Kommentare geschrieben, ob euch meine Fusilli mit frischem hausgemachten Basilikumpesto garniert mit etwas Parmesan und einem Basilikumblatt geschmeckt haben. Wir schauen jetzt trotzdem nochmal, ob man da nicht doch irgendwie Feedback geben kann. Also man kann es hier irgendwie abstellen.
So, da kann ich ein Foto machen, das spare ich mir jetzt. Und hier wird es halt serviert. So, man kriegt hier leider kein Feedback. Das ist halt super schade. Oder? Muss man vielleicht ein bisschen länger warten. Aber ich fürchte, nein. Das ist sehr schade. Das ist wirklich bedauerlich. Aber gut, ist nicht zu ändern. Gehen wir hier wieder. Moment, analysieren? Aber das ist, glaube ich, ausgeblendet. Ne? Das geht nicht, oder? Nee. Das ist wahrscheinlich, weil es einfach kein bestehendes Rezept ist. Das Spiel erkennt das sozusagen nicht. Kochsimulator, wo man kein Pesto zubereiten kann. Okay, und ich kann es hier auch gar nicht stehen lassen. Also das war's. Gut. Weg damit. Gut war's. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Es wird sicherlich mal wieder eine weitere Folge geben. Keine Ahnung, wie gesagt. Je nach Lust und Laune, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Mal schauen, was wir als nächstes kochen werden. In diesem Sinne, guten Appetit. Danke für Ihren Besuch. Beehren Sie uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.